So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battlefield Hardline und wir machen heute weiter mit der Jagd auf Leo. Ich habe die Wachzentrale gefunden. Geh weiter den Gang runter, dann stößt du auf die Lobby. Da ist Leo. Okay, mach es. Da ist der Weg. Über der Lobby im ersten Stock. Bewegt er sich? Er ist in einem der Büros. Fuck, Nick, da kommen noch mehr in die Lobby. Sie dürfen mich nicht sehen. Geh irgendwie nach oben. Pass schon auf. Wir sind noch mitten in dieser Schießerei, in dieser Lobby. Schwärmt aus und findet Leo. Frage, kriegen wir sie hin? Die Fernung kriegen wir sie noch niemals hin. Hat sich ja natürlich super gelohnt, Hilfe! Weil mit 4 Schuss in den Mund. Aber die kommen jetzt natürlich von beiden Seiten, Idioten. Wollt ihr mich flachsen jetzt gerade? Mann, das hat sich ja super gelohnt. Ja, ich hab's ein bisschen verkackt. Kriegt die bestimmt nicht da raus. Ruhiger jetzt das ganze Ding. Wie ich zumindest. Super, dass ich wirklich hochkomme. Hat sich ja schon gelohnt, mal mit ganz ruhig. Oh Mann! Der hat mich ja eben gesehen. So, wir gehen jetzt. Ich soll euch etwas ruhiger, etwas angenehmer, etwas ruhiger vor. Ich hoffe, dass wir es hinkriegen. Ob wir es hinkriegen, ist die große Frage. Ja, das ist halt eine gute Idee, sich hinzustellen. Okay. Ich probiere es natürlich mit dem Taser erstmal.
Komm ruhig alleine her. Beweismaterial erhalten. Da drüben! Sollen Sie ruhig mal reinkommen? Ich habe ja noch den Taser. Er darf nicht entkommen! Hier ist er! Verdammt! Waage. Nee, eine Anrufbeantworter. Frage, wie viel haben wir noch? Weg. Haben wir jetzt Ruhe oder? Kai! Kai! Ja. Kai, wo bist du? Ich gehe nach oben und such das Büro, Kai. Aber erstmal nutzen wir kurz. Scanner, irgendwo muss ich scannen. Ist nicht wahr. Ich packe gerade die gute Kay rum, aber egal. Ich will nur gerade ganz kurz mal. Wäre die Zeit jetzt gerade nutzen, die ein bisschen Ruhe habe. Wir haben es an meine Tochter hingekriegt, gut so. So, ich will mal kurz meine. Ah, hier unten. Und Ausrüstung ein bisschen ändern. Ich habe nur. Ja, Revolver, natürlich, klar. Mit 10. Mit Schrot. Wobei ich die eigentlich hier weniger brauche. Wir haben doch keine Waffen. Keine guten Waffen dafür. Haben wir irgendwas? Gadget. Hätte ich gerne. Geilrutscher. Die kriegen wir alles. Eine Munitionskiste, Medikit. Panzerung.
gut, dann nehmen wir die Panzerung mal mit. Aber wir haben noch was zum Scannen. Das Tablet. Gut. Tablet. Mit Instant Messenger Client. Gut, gut. Hier haben wir ja schon alles weggeräumt. Gut, dann müssen wir hoch zum Büro. Alles klar, dann haben wir, glaube ich, hier unten alles gefunden. Wir haben ja die Luft, wir haben jetzt alles weg, was da unten ist. Und haben es gemacht. Die Aufgabe gelöst. Was ist das Büro? Müssen wir hier oder was? Dafür, dass das dein erster Verrat ist, bist du ziemlich gesprächig. Hey. Kai! Oh. Kein verdammtes Wort mehr über meine Marke? Hör auf! Das oder sonst was? Kapiert? Oh Gott! Kai! Was soll der Scheiß? Die halbe Unterwelt von Miami schießt auf uns und du zerlegst Leo? Was zum Teufel soll das? Haben wir zwar etwa ein Problem? Das Hotel ist voller toter Drogendealer. Das ist das Problem. Leo braucht Schutz. Dann ist ja alles klar. Er sieht übel aus. Dann hilf du doch dem Penner auf die Beine! Hey, du hast ihn so zugerichtet. Ja, Happy Birthday! Komm, Bewegung. Okay, ich komme, wohin du auch willst. Und das Mendoza also Schutz. Was zur Hölle ist das? Du kannst ihn später verhören, Mendoza. Wir müssen los. Hey, Detective. Nimm du. So. Na dann, dann müssen wir mal gucken, was wir hier die Jungs hinkriegen. Wie viel haben wir denn insgesamt? Jetzt geht da 5, ne? Na dann, versuchen wir es mal. Der wird jetzt vielleicht hochkommen. Was für eine Scheiße. Die hätte vor 10 Minuten schon tot sein sollen. Wo sind die Jungs mit dem Truck? Ja, ja, natürlich. Das ist natürlich jetzt alles super total einfach. Das wir jetzt natürlich. Oh, Hilfe. Die gehen natürlich jetzt ein bisschen anders vor. Ich hätte gern. Wäre toll, wenn sie jetzt die Treppe hochkommen würden, dann könnte ich es nämlich schnell. Könnte ich so versuchen, von hier oben wegzukriegen, ob ich sie kriege. Das ist eine andere Frage. Scheiße. So, ja. Der hat sich natürlich jetzt einen anderen Weg gebahnt, warum auch immer oder wieder auch immer. Super. Hilfe. Ich habe natürlich hier gar keinen Schutz gerade. Guck mal, die alle herkamen jetzt. Du wirst doch letztlich deine Granaten, ne? Ja! Das hat sich doch total gelohnt mit dem, mit dem Taser. Aber eigentlich ist das gar nicht so eine blöde Idee. Ich hätte ihn gerne gehabt. Sorgt dafür, dass er überlebt und halte ihn von den Kollegen fern. Komm schon, komm schon! Sucht überall! Noch mehr Bullen! Mach den platt und dann weg hier! Ich würde ja gerne ein bisschen Ruhe haben hier. Das Problem. Komm schon, da drüben! Was für eine Scheiße! Leo hätte vor 10 Minuten schon tot sein sollen. Oder die Jungs mit dem Truck? Die kommen schon noch. Der kommt jetzt hoch. Das ist immer gut. Eigentlich gar nicht so doof. Ja, verdammt, sowieso. Ja. Hier ist er. Ich würde ja schon gerne wieder mit dem Taser heute arbeiten. Natürlich hat der Taser keine allerdings. Und der kommt in der Schrotflinte in den Sack. Vorsicht! Ja. Vorsicht! Ja, würde ich.
Genau, ihr steht da mittendrin. Oh, steht mir nicht im Wege. Ne, wir stehen ruhig ein bisschen im Weg. Kein Problem, kriegen wir hin. Na super, ey. Hat sich halt sowas von gelohnt, ey. Die Säcke. Captain Dorf, wir haben Leo. Wir versuchen es durch den Haupteingang. Ich komme rüber. Sorgt dafür, dass er überlebt. Muss ich warm. Ich muss eh runter. Komm schon. Was kann ich jetzt? Ich muss jetzt was anderes probieren. Ich mache wieder meinen Standardraum. Wo ist denn der Raum jetzt hier? Hier. Warte, muss ich die Tür mal zumachen hier. So, dann habe ich Ruhe. Jetzt habe ich das keine Moment, ich... Ich mach mal beide Türen zu hier. Ha, aber dazu! Jetzt. Ja, Avila Ola. Avila kommt jetzt mit der Tür. Oder mir am Rücken. Mann, wenn der Taser, ja, ich schlafe mal ruhig lieber noch ein bisschen, ne? Ja. So, muss man nochmal runter da, ey. So, manche Missionen sind echt ein bisschen tricky. Captain Dorf, wir haben Leo. Wir versuchen es durch den Haupteingang. Ist das schon nachgesehen? Ich komme rüber. Ich sehe nach, was los ist. Und falls ich ihn von den Kollegen fern. Komm schon. Wir müssen ausschwärmen. Noch mehr wollen. Seht euch um! Was für eine Scheiße! Leo hätte vor 10 Minuten schon tot sein sollen. Darüber! Los! Es gibt doch leider keinem Dings. Da drüben! Hältst du draußen schon noch mehr oder was? Geht das dann was anderes um Wege? Sind nur noch vier. So, die zwei habe ich, glaube ich, schon mal. Nee, war einer davon. Jetzt müssen ein bisschen aus meiner Taktik hin raus. Das ist meine Wurfelzone. Geht ihr mir auf den Senkel mit einer scheiß Gasgranate? Ich komm da auch nicht rein. Ah. Also da hängt Brä haut jetzt.
Ah, geht aber. Das ist keine mehr. Na ja, geh da gucken. Hey, hier lang. Bewegung. Einer weniger. Such Leo. Mach ihn alle. Da drüben. Es ist natürlich toll, dass auch nicht noch ein Auto dazu kommt. Also sprich doch mehr Nachschub. Für die Schrot, das ist das Problem an der Sache. So, ein bisschen weniger. Für die habe ich noch ein bisschen. Geschichte. Ach man! Ich muss jetzt gerade ein bisschen Luft holen, dass ich hier rauskomme aus der Nummer. Boah, viele sind jetzt hoffentlich nicht mehr. Ich habe wieder ein bisschen was weggeholt, aber sind am Minimum einer. Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Das ist die große Frage. Sehe ihn nämlich nicht. Da bist du! Jetzt hab ich ihn. So, Munition holen oder was? Ich weiß nicht, da schießt noch mehr auf mich. Was ist denn da? Wo ist der Typ hin? Taxi. Das war gut da. Oh, alter Verwalter. Einsteigen. Aber die Nummer raus. Kannst du den fahren? Leo ist da, los! Und du meinst, mein letzter Einsatz war ein Desaster? Okay, fahr los! Level 4. Wir haben Leo, wo soll er hin? Ja, ziemlich brenzlig. Ein Dorf treffen. Okay, wir fahren über den Damm in einem Truck. Nicht zu übersehen. Okay, geht klar. Wo müssen wir hin? Auf der anderen Seite der Brücke ist ein Burger. So, wir müssen jetzt gucken, dass wir da mal ein bisschen Luft holen. Da ist Dorf. Leo ist wichtiger als du glaubst. Folge dem Leben. Haben wir gemacht. Los, komm! Ist okay. Weiter, los! Wir müssen gerade ein bisschen Luft holen. Scheiß drauf, geht's da! Da ist das! Geschafft. Ja, ich habe heute zwei Dinge gelernt. Improvisieren könnt ihr perfekt, aber unauffällig arbeiten nicht. Sir, die Typen wussten, dass Leo da sein würde. Kann mir jemand erklären, was mit dem passiert ist? Die Fahrt war holprig, Captain. Leo war nicht angeschnallt. Ach so? Helft ihm hoch! Sir, Leo war enttäuscht, dich dort nicht persönlich anzutreffen. Und ich glaube, man sollte ihn besser in Schutzhaft nehmen. Das sehe ich ganz genauso. Und du, Detective? Hm? Bist du sicher, dass sich Leo auf der Fahrt verletzt hat? Ist das deine Antwort, wenn man dich fragt? Yes, Sir. Das ist sie. Gut. Ich bringe ihn an einen diskreteren Ort. Und jetzt verpisst euch!
Ach, was war das gerade? Das war Vertuschung. Gewöhn dich lieber dran. Damit wir alle dieselbe Geschichte erzählen, Kleiner. Und welche Geschichte soll das sein? Die, in der wir rausfinden, wer uns gearscht hat. Hm. Das wüsste ich auch gern. So, mit Episode 3 machen wir dann in der nächsten Folge weiter hier bei Battlefield Hardline.